mal wieder. Willkommen zurück zu unserer allwöchentlichen Therapiestunde. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass das ab jetzt einfach Therapie ist jede Woche. Und ja, ich habe mich sogar mal wieder hergerichtet, mein lieber Shirley. hat auch nur 50 Stunden gedauert. Und bevor wir anfangen mit dem Überarbeitungsvideo, sage ich mal, noch eine kurze Ankündigung. Heute erschien auch auf dem Kanal von Nani ein weiteres Kooperationsvideo, wo ich auch wieder mit dabei war. Sie hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit anderen YouTubern wieder mitzumachen, und ich... ja, ich bin dabei. In ihrem Video geht es über overhypte Manga. Wir haben versucht, es relativ sachlich zu halten. Ist jetzt kein Rage-Video oder sonstiges. Schaut doch gerne vorbei, lasst einen Kommi da, lasst ihr einfach ein bisschen Liebe da. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall gesagt haben, bevor wir jetzt zu diesem Video kommen. Dieses Video ist quasi ein Update zu meinem Wie pflege ich Mangas Video. Ich verlinke es euch auch mal hier oben hin. Ich hatte erst überlegt, ob ich es vielleicht löschen soll und einfach nochmal komplett neu anfangen soll, aber ich habe gedacht, das ist eigentlich eine ganz gute Grundlage, darauf aufzubauen, weil ich einfach festgestellt habe, in all den Jahren, ich glaube, das Video ist jetzt 3 Jahre alt, kam einfach sehr viel Redebedarf auf, und viele Leute haben, glaube ich, den Sinn von diesem Video nicht ganz verstanden. Ich hatte auch schon damals, da sah auch mein Zimmer noch ein bisschen anders aus, hatte ich gedacht, hey, ich gebe einfach mal ein paar Pflegetipps, wie ich eigentlich mit meinen Mangas umgehe. Vielleicht hilft es ja jemand, der neu einsteiger ist und einfach nicht weiß, hey, wie lagere ich eigentlich Mangas richtig? Wie kann ich vermeiden, dass sie Knicke bekommen oder so? Und es wurde bis heute ziemlich oft geklickt, muss ich sagen, aber es entstehen einfach so viele Missverständnisse zu diesem Video. Ich möchte dieses Video einfach nochmal komplett neu aufrollen, nochmal ein paar Punkte aufgreifen und vielleicht nochmal ein paar bessere Tipps geben, damit es auch besser verständlich ist. Ich glaube, der Eindruck entstand einfach, dass ich hyperempfindlich mit meinen Mangas umgehe und irgendwie das schon fast krankhaft ist, was ich persönlich ziemlich verletzend fand, weil ich finde, das hat nichts mit krankhaft sein zu tun, sondern es hat einfach damit etwas zu tun. Ich habe hier zu Hause mehrere tausend Euro an Sammlungen stehen und ich möchte einfach auch, dass diese Sammlung gut instand gehalten wird, dass sie nicht irgendwie kaputt geht. Ich meine, manche Mangas sind an die 30 Jahre alt und da muss man eben auch schauen, Papier zerfleddert einfach nach einer gewissen Zeit oder löst sich auf, da muss man einfach super drauf achten. Und darum ging es eigentlich. Wie pflege ich sowas, dass es einfach lange, lange hält und nicht, oh mein Gott, ich muss mir Einweghandschuhe anziehen und mich vorher komplett desinfizieren, bevor ich einen Manga lese. Denn dieser Eindruck ist irgendwie bei manchen Leuten, die kommentiert haben, entstanden, dass ich irgendwie wie so ein Monk einen kleinen Zwang hätte. Und nein, so ist es auf gar keinen Fall. Um den ersten Punkt aufzugreifen, der in dem Manga-Pflege-Video Nummer 1 dran kam, und zwar geht es um die Manga-Bags. Manga-Bags sind eigentlich hauptsächlich dazu da, die Mangas vor Schmutz und eventuellen Knicken, wenn man sie zurück ins Bücherregal stellt, zu schützen. Diese Bags, die schützen nicht vor Sonneneinstrahlung, das heißt, ich habe ja auch noch mehr verschiedene Regalböden in meinem Billigregal reingemacht, damit sie relativ eng stehen. Das ist natürlich nicht nur dazu, dass man mehr Platz hat, sondern auch damit die Sonne nicht direkt oben auf die Mangas drauf knallt, weil ich habe hier auch ein paar Mangas stehen, da ist der Buchrücken tatsächlich ausgebleicht und sie sind oben vergilbt. Das lässt sich einfach nicht vermeiden, wenn man früher nicht darauf geachtet hat. Heute achte ich eher drauf, muss aber auch sagen, dass es nicht schwer zu vermeiden ist, also man muss da jetzt nicht viel beachten. Man muss sich einfach nur merken, je mehr die Sonne drauf knallt, desto mehr vergilbt oder verbleicht ein Manga. Aber das sollte eigentlich auch logisch sein. Ich wollte euch mal den Unterschied zwischen meinen Manga-Bags zeigen. Ich habe nämlich noch welche aus meiner Anfangszeit. Und das Problem, was viele gesehen haben bei Manga-Bags, ist, hey, das ist Plastik, warum muss man denn alles in Plastik einpacken und so viel Müll produzieren? Was aber viele nicht bedacht haben, ist, dass Manga-Bags kein Einwegprodukt sind. Ich benutze meine Manga-Bags teilweise schon seit 9 oder 8 Jahren. Sie halten auch super gut. Ich gucke, wenn ich zum Beispiel einen Manga verkaufe, dann nehme ich die Manga-Bag raus und tüte dafür einen anderen Manga von mir ein. Das heißt, ich verwende sie immer und immer wieder. Falls sie mal an der Seite einreißt, das kann mal passieren, dann frage ich denjenigen, der den Manga kaufen möchte, hey, soll ich dir das vielleicht in der Manga-Bag drin lassen? Falls es regnet, dann ist es wenigstens geschützt. Und dann kommt auch nichts dran und that's it. So kann man eine Manga-Bag eigentlich immer und immer wieder benutzen. Es ist nicht so, dass ich die nach einem halben Jahr wieder wegschmeiße. Ich habe hier wirklich Manga-Bags, wie schon gesagt, seit 9 Jahren.
und die halten einfach super. Deshalb, ich kann das Argument schon verstehen, wenn es eine Alternative gäbe, würde ich sie wirklich benutzen. Zum Beispiel Beutel aus Zellfaser, die man auch für Plätzchen benutzt. Die wären zum Beispiel eine Alternative, wobei ich mir dort vorstellen könnte, dass sie sich einfach nach einer Zeit auflösen und nicht mehr standhalten. Gerade wenn man die Mangas oft aus dem Regal rausnimmt. Ja, deshalb, ich wünschte, es gäbe eine Alternative, aber mir geht es halt auch hauptsächlich darum, dass, wenn ich die Mangas halt viel umsortiere, und das mache ich, ich wasche mir zwar oft die Hände, aber gerade Eigenfett, man sieht die Datsche auf den Manga, und das Problem ist nicht, dass mich das an sich stören würde, wenn ich halt mal einen Fingerdatscher drauf habe. Das Problem ist nur, dass diese Fettflecken irgendwann nicht mehr rausgehen, und das sieht man gerade auf Papier sehr lange und das kriegt man nicht mehr raus. Und dann finde ich einfach die Manga-Bags sehr praktisch. Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich die oft aus dem Regal rausnehme, dann knicken unten gerne mal die Ecken um. Das passiert halt mit den Manga-Bags auch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch mal hier bei Strobe Edge. Das war eine meiner ersten Manga-Bags. Und wie man schon sieht, sie sitzt nicht so ganz richtig. Der Manga ist ziemlich locker darin. Und das Problem hauptsächlich ist die Tasche. Es gab früher nur Manga-Bags, wo der Klebestreifen für die Lasche auf der Tüte war. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt umgeklappt habe, wie man hier sieht, hat nicht die Lasche dran geklebt, sondern quasi noch das Stück von der Tüte hier. Das heißt, der Manga bleibt nicht richtig zu und wenn man es dann ins Regal reinstellt, dann knicken die hier um. Ist super ärgerlich. Es sieht einfach blöd im Regal aus und sie sind halt auch super unhandlich und gehen dadurch auch schneller kaputt, was sie dann natürlich nicht gerade wirklich nachhaltig macht. Dann habe ich jetzt seit 5 Jahren so meine feste Manga-Bag-Marke von irgendwas mit Comic. Comic Deluxe, glaube ich, auf jeden Fall. Die gibt es auf Amazon für 7,99 €. Wenn man sie bei ihnen im Shop bestellt, kosten sie nur 4,99 €. Ich verlinke sie euch auch in der Infobox, weil die sind wirklich unfassbar gut und sehr stabil. Man sieht es hier bei diesem Manga. Der Manga ist wirklich in die Tüte sehr gut eingepackt, wirklich ganz genau. Der Klebestreifen ist auf der Lasche. Das heißt, ihr könnt die so dem Manga der Größe anpassend zukleben. Super praktisch und auch beim Öffnen und Wiederverschließen geht sie nicht so schnell kaputt. Außerdem hat die eine etwas andere Oberfläche, weshalb der Manga besser gleitet. Habe ich zumindest das Gefühl. Und ja, die kann ich wirklich nur empfehlen. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Ihr könnt euch einfach die Mangas ausmessen. Einfach hier die Außenmaße und die Breite. Und die Maße stehen bei jeder Tüte mit auf der, wie nennt man das, auf dem Cover. Deshalb die hier, die ich benutze, das ist Größe M. Die haben eigentlich bis jetzt für alle Mangas gereicht. Für Großformate gibt es auch extra welche. Und ich kann mich wirklich nicht beschweren. Und wie gesagt, ich kann das Müllargument verstehen, aber ich glaube, ich habe bisher in 9 Jahren vielleicht 5 Tüten wegschmeißen müssen, weil sie wirklich gar nichts mehr waren. Ansonsten entsteht bei mir eigentlich kein Müll dadurch. Außer vielleicht die Umverpackung von den Tüten. Aber wenn man jetzt einkaufen geht beim Rewe, hat man leider auch immer noch ziemlich viel Müll. Und ich finde, das ist schlimmer. Also, ja. Was ich in meinem letzten Video auch angesprochen habe, ist, dass man Vergilbungen bei Mangas eigentlich ziemlich gut wegbekommt. Da gibt es dann 2 verschiedene Möglichkeiten. Wenn das Papier tatsächlich vergilbt sein sollte, ist quasi hier die Seiten hier, das sieht man jetzt bei dem Manga nicht, weil der ist noch gut intakt, dann hat man die Möglichkeit, das Ganze abzuschleifen. Hört sich komplizierter an, als es ist tatsächlich, aber es ist super easy. Ich habe mir da beim DM einfach so eine ganz billige Nagelfeile geholt und dann kann man hier schön so leicht schräg drüber fahren und das Gelbe so gut es geht wegfeilen. Man sollte nicht zu viel wegfeilen. Und das Gelb wird man nie ganz wegbekommen, aber es ist zumindest so, dass es wieder einigermaßen hübsch aussieht. Ich kenne das nämlich, ich habe schon oft Manga reingekauft, da war dann nur einer extrem vergilbt und das stört dann einfach in der Optik. Man muss es natürlich nicht wegmachen, das ist nur mein persönlicher Geschmack. Es sieht dann einfach einheitlicher aus und wenn man dann daran denkt, dass man die Reihe vielleicht später verkaufen möchte, dann kommt das natürlich auch besser beim Käufer an. It is what it is. Hab's aber bisher ehrlich gesagt eher selten gebraucht tatsächlich. Ich glaube, ich habe einmal Byaku Café Band 2 komplett abschleifen müssen, weil der wirklich, der war senfgelb.
Es war ein bisschen arg viel. Aber ansonsten, das ist nur Geschmackssache. Ich mache es wirklich sehr selten, weil leichte Vergilbungen bei Mangas stören mich eigentlich überhaupt nicht, weil das gehört auch dazu beim Alterungsprozess eines Mangas. Und ja, von daher. Den letzten Tipp, den ich euch geben kann, der kam jetzt neu dazu. Viele Leute stören sich daran, wenn ihre gebrauchten Mangas aus einem Raucherhaushalt kommen. Das habe ich auch schon erlebt. Ich habe auf eBay Kleinanzeigen ein Paket gekauft und habe mich dann geärgert, weil als ich das Paket aufgemacht habe, kommt einem eben dieser Rauchgeruch entgegen und das ist sehr unangenehm als Nichtraucher, das kann ich verstehen. Und gerade wenn man so helle Mangas hat, wie hier die Reihe hier, das Weiß, da vergilben die Mangas von außen, da sich das Nikotin absetzt auf der Oberfläche von der Manga und das sieht einfach ziemlich unschön aus. Das kriegt man aber tatsächlich wieder weg, Vergilbungen von Sonnenstrahlen aber nicht, hier, weil das ist ja kein Dreck, der sich da drauf legt, sondern das ist wirklich halt die Farbe verändert quasi. Wenn ich jetzt so einen Manga aus einem Raucherhaushalt bekomme, was man zum Beispiel gut machen kann, man kann sie in ein Paket legen zusammen mit Kaffeepads, dann kriegt man den Geruch einigermaßen gut raus. In dem rauen Papier setzen sich Gerüche einfach generell ziemlich stark ab, habe ich schon festgestellt. Und wenn man halt so wie ich Nichtraucher ist und man hat es dann im Regal, ist schon recht unangenehm, muss man sagen. Für das Äußere kann man ganz einfach so Allzwecktücher nehmen, so feuchte Allzwecktücher. Natürlich vorsichtig über den Manga fahren, weil die sind halt doch schon manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger durchtränkt. Aber dann sieht man schon, man kann den Dreck einfach gut abwischen. Muss man vielleicht 2-3 Mal drüber fahren, aber dann sieht das Ding wieder fast wie neu aus. Und dann sieht es auch wieder schön einheitlich im Regal aus. Ja, warum mache ich dieses Update? Ja, es ist... Ich habe halt festgestellt, dass viele Leute sich das Video gar nicht ganz angeschaut haben und gleich ihre Schlüsse gezogen haben. Und wie gesagt, ich finde es einfach ein bisschen befremdlich. Ich meine, jeder hat so sein eigenes Hobby. Und wenn es Uhrensammler gibt, die ihre Uhren irgendwie perfekt ausstellen und jede Woche polieren lassen, dann ist das irgendwie vertretbarer, wie wenn ich mit meinen Mangas einfach gut umgehen möchte. Ich habe mir das aber tatsächlich schon immer anhören müssen. Also ich bin auch jemand, der seine Mangas nicht ganz aufschlägt. Also man kann Mangas zwar schon so aufschlagen, aber wenn man das einfach zu oft macht, dann bekommt man hier am Rand Knicke oder der Buchrücken bricht durch. Fand ich auch schon bei meinen Büchern recht schade, weshalb ich eher immer gebundene Ausgaben mir gekauft habe. Manche Bücher gibt es aber leider nur als Taschenbuchausgabe. Und ich finde, das hat auch nichts mit krankhaft sein zu tun, weil ich meine, ich lese ja die Mangas jetzt nicht so. Wenn ich einen Manga lese, habe ich ihn schon auch mal so mit einer Hand und dann habe ich ihn schon so weit offen. Und das reicht mir auch, ehrlich gesagt. Ich muss den Manga wirklich nicht so und dann am besten noch umknicken. Das habe ich auch schon alles erlebt. Natürlich ist ein Manga ein Gebrauchsgegenstand. Da ist was rausgeflogen. Natürlich ist ein Manga ein Gebrauchsgegenstand und das sage ich ja auch gar nicht. Aber wie gesagt, ich habe hier sehr viel Geld stehen und ich möchte auch einfach, dass das ordentlich ist und dass ich es auch in 10 Jahren noch lesen kann, wenn ich denn zu der Zeit dann wirklich noch Mangas sammle. Und wenn ich später irgendwann mal die Mangas verkaufe, was natürlich auch sein kann, wer weiß, ob ich in 10 Jahren überhaupt Mangas noch mag, dann möchten ja auch die Käufer, dass sie ordentliche Mangas bekommen für ihr Geld. Ich meine, Geld ist Geld und egal wie viel es gekostet hat, es ist etwas wert und für mich hängt halt auch einfach ein bisschen emotionaler Wert dran. Und deshalb bin ich halt manchmal ein bisschen empfindlich bei meinen Mangas. Es muss keiner so machen, es ist in Ordnung, es ist jedem überlassen, wie er das machen möchte. Ich wollte jetzt nur nochmal ein kleines Update dazu geben und nochmal etwas mehr aufklären, was es eigentlich mit den Sachen auf sich hat. Ich bin immer dankbar für Tipps, ich tausche mich da auch echt gerne mit anderen Leuten aus und ich lege auch manchmal Mangas so auf mein Bett, wenn ich zu faul bin, ein Lesezeichen zu holen. Nee, an der Stelle waren wir alle schon mal. So, das war doch ein recht kurzes Video für meine Verhältnisse und war ein bisschen Gequatsche, ein bisschen geschnackt und ein bisschen aufgeklärt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich wollte jetzt nicht ein allzu langes Video dazu machen, wenn ich doch eigentlich schon eins dafür gemacht habe. In der Infobox findet ihr meine Social Media Kanäle und auch die Manga Bags. Ich weiß nicht, ob sie gerade wieder lieferbar sind, aber auf der Seite von dem Shop haben sie sie auf jeden Fall. Das war's jetzt von mir und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Sayonara! What a wonderful world.